Ja, hallo, liebe Holstein-Fans. In dieser Woche bin ich dran mit dem Beantworten eurer Fragen. Bin schon ganz gespannt, was ihr mir da für Fragen gestellt habt. Und ja, dann würde ich mal sagen, fange ich einfach mal an. Die erste Frage kommt von torge.tls. Wer war für dich der beste Gegner, gegen den du gespielt hast? Ja, der beste, sag ich mal, Linksaußen, ich als Rechtsverteidiger, gegen den ich gespielt habe, war dann wahrscheinlich Neymar, muss ich sagen. Auf dem Platz der Beste war wahrscheinlich Messi, muss ich sagen. Und ja, das sind natürlich einzigartige Spieler, die Woche für Woche ja, zeigen, was sie drauf haben. Kannte ich vorher auch nur von der PlayStation gefühlt. Und ja, deswegen war das auf jeden Fall schon ein Erlebnis. Und ja, nicht umsonst ist Messi so oft Ballon d'Or-Sieger geworden. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel dran. Marco Rehn fragt, wer war Verteidiger deine Lieblingsposition oder würdest du dich eher woanders sehen? Ja, ich glaube, wie gefühlt jeder kleiner Junge habe ich auch im Sturm angefangen als Bambini-Spieler und bin dann so gefühlt immer so ein bisschen weiter nach hinten gerutscht. Dann bei Borussia Mönchengladbach eigentlich in der kompletten Jugend bis zur zweiten Mannschaft noch im zentralen Mittelfeld gespielt, bis ich dann circa so 20 war und bin dann so, hab dann so ein bisschen eine Nische genutzt, die dann rechts hinten frei geworden ist und um da ein bisschen besser ins Team zu kommen, weil die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld relativ groß war und ja, hab dann seitdem eigentlich die meisten der Spieler eben auf der Position gemacht. Ja, von daher ja, bin ich eigentlich ausgebildet und auf der Position im zentralen Mittelfeld. Ich glaube, da hat man so ein bisschen mehr Freiheit, kann man ein bisschen mehr fürs Spiel tun, kann man noch mehr ja, sich freier bewegen, glaube ich. Als Außenverteidiger ist man ja dann schon relativ gebunden, aber auch die Position habe ich jetzt in den letzten Jahren lieb gewonnen, sage ich mal. Next one ist Felix.gnr. Wie heißt dein Hund und wie viel Anspruch nimmt er in deinem Alltag ein? Ja, der Name ist Shani, ist eine Hündin, mittlerweile ja, 6 Jahre alt. Und wie viel Anspruch der nimmt, oder sie nimmt in meinem Alltag, ist eigentlich auch einfach erklärt. Aktuell gar keinen, weil weil sie bei meinen Eltern wohnt in der Nähe von Düsseldorf. Und ja, die können sich da sehr viel besser und sehr viel mehr um sie kümmern als ich. Wir sind ja dann manchmal auch einfach, wenn wir gerade bei Auswärtsspielen sind, 2 Tage weg. Und ich glaube, 2 Tage alleine wäre nicht so gut für sie. Von daher ist sie da sehr, sehr gut aufgehoben. Aber wenn meine Eltern zu Besuch kommen, ja, oder ich mal zu Besuch bin bei meinen Eltern, freue ich mich natürlich immer sehr, sehr auf sie. Pascal.ptsn fragt, wie kommt es, dass du so häufig in Hamburg bist? Auch einfach erklärt, ist aus dem Grund, weil ich in Hamburg wohne. Ich habe die ersten 3 Monate in Kiel gewohnt und habe mich dann dazu entschieden, nach Hamburg zu ziehen. Manche Teamkameraden oder so fragen mich, ob das wegen der Fahrt nicht stört oder so. Aber ja, ich habe dann das Glück, dass ich den Luis, der wohnt 2 Straßen weiter. Und dann haben wir eine schöne Fahrgemeinschaft, wir beide, und da haben wir uns immer sehr, sehr viel zu erzählen. Außer wenn einer von uns beiden mal ein bisschen müde ist, dann natürlich ein bisschen weniger. Aber das ist der Grund, warum ich so häufig in Hamburg bin. Finz.Augenbraue fragt, mit wem verstehst du dich in Kiel am besten? Da das ja das wahrscheinlich die Fanpage vom Finn Porat ist. Ja, mit dem Finn Porat verstehe ich mich sehr, sehr gut, kann sehr, sehr viel mit dem lachen. Sehr, sehr guter Typ, muss ich sagen. Am besten, wenn ich sagen muss, am besten, dann ist die Antwort wahrscheinlich Louis Holtby, weil ich, wie gesagt, mit ihm, ja, oder nicht nur deswegen, weil ich mit ihm täglich zum Training komme, sondern ich glaube, wir sind da auch auf einer Wellenlänge und ja, ist schon in kürzester Zeit ein sehr guter Freund von mir geworden und freue mich auf jeden Fall noch,
so lange wie möglich mit ihm zusammenzuspielen. Macht sehr viel Spaß. Weißt du Bescheid, Luis, ne, falls es siehst. Kiel.hhn fragt, woher kommt der Spitzname Corbinho? Ja, ich bin so ein bisschen groß geworden in der Zeit der ganzen Inhos, der ganzen Brasilianer mit den Inho, Robinho, Ronaldinho. Und als dann die Frage kam, so als das dann mit dem Internet kam, mit den ersten Nicknames, die man sich so ein bisschen ausdenken musste, ja, war mir irgendwie Julian.com ein bisschen zu einfach. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann kannst du doch einfach mal einen Corbinho da dranhängen. Ein paar Mannschaftskollegen damals haben es halt auch gemacht mit ihren Namen. Und ja, da haben wir uns natürlich auch sehr brasilianisch gefühlt damals und fanden wir wirklich cool. Die Diele fragt, was ist dein Geheimnis für deine tollen Haare? Ja, ich glaube, so ein richtiges Geheimnis habe ich nicht. Ich bin generell, was Haare angeht, sehr, sehr flexibel. Ich mag es immer, mal was anderes auszuprobieren. Mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Mal ein bisschen Farbe rein oder so, oder habe ich halt alles schon gehabt. Von daher, ja, habe ich da kein Geheimnis, sondern bin ich einfach nur sehr flexibel aufgestellt, was das angeht. Lennart.unten-678. Zockst du und wenn ja, auf welcher Konsole? Ja. Ich spiele sehr gerne PlayStation, ist ganz gut zum Runterkommen, aber auch, weil ich auch einige Leute aus der Heimat, weil ich auch mit einigen Leuten aus der Heimat sehr, sehr gerne spiele und wir dann einfach dabei ein bisschen quatschen. Also geht es da, glaube ich, hauptsächlich noch nicht mal so großartig, bei mir zumindest, um das Spiel. Klar, das macht auch Spaß, aber wie gesagt, weil man dabei ein bisschen mit den Leuten aus der Heimat zocken kann, die man sonst oder die ich sonst nicht täglich sehen kann. Ich glaube, das verbindet einfach und ja, ein sehr geselliges Gefühl. Und ja, auf der PlayStation 5, das war glaube ich noch dazu gefragt, genau, spiele ich. Ben FIFA 22 Profi. Was war als Kind dein Lieblingsverein? Ich war so ein bisschen Fan irgendwie so von allen gefühlt, von der deutschen Nationalmannschaft. Natürlich wahrscheinlich am meisten und ja, also so einen richtigen Lieblingsverein hatte ich dann nicht. Mein Vater hat früher so ein bisschen bei MSV, oder nicht ein bisschen, sondern hat früher bei MSV Duisburg gespielt. Ich habe selbst da auch dann in der Jugend irgendwann gespielt, von daher waren das so meine ersten Stadionerlebnisse. Dann, wie gesagt, mit Mönchengladbach ist dann auch noch in der Nähe und ja, das ist dann so ein bisschen dadurch, dass ich halt auch 11 Jahre dann da gespielt habe, ist das natürlich so ein bisschen dann der Verein gewesen, wo ich mich dann hingezogen gefühlt habe und naja, alles da durchlaufen bei Borussia Mönchengladbach. Von daher ist das in der Zeit dann ja auf jeden Fall zu meinem Verein geworden. Und ja, das zu der Frage. Tielle-2504. Was ist außer Fußball ein anderes Hobby von dir? Generell mag ich ja nicht alle Ballsportarten sehr, sehr gerne. Also gerade im Urlaub versuche ich da sehr, sehr vieles. Paddle habe ich zuletzt ausprobiert. Sehr, sehr coole Sportart. Gibt es leider noch relativ selten, glaube ich, hier in Deutschland. Von daher würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn es da häufiger oder mehr Paddle-Stationen, wenn man das so nennt, gibt, aber auch alles andere, ob es jetzt Tischtennis ist, ob es Basketball ist, alles, was man gerne so, ja, gerade in den Urlauben so spielt. Und dann normales Tennis bin ich auch immer dabei. M.Belau1 fragt, war es schon immer dein Traum, Fußballer zu werden? Ja, wie ich gerade schon erwähnt hatte, war mein Vater auch Fußballspieler, war schon dementsprechend immer mit auf dem Platz, sehr, sehr früh. Wenn mein Vater Spiele hatte, habe ich dahinter auf dem Nebenplatz gespielt ein bisschen und bin damit quasi echt aufgewachsen, muss ich sagen. In jeder freien Minute eigentlich auf dem Fußballplatz gewesen und ja, deswegen war es schon immer ein Traum von mir oder der Traum von mir, Fußballprofi zu werden. Und ja, ich weiß, dass es ein langer Weg ist, dass man auch ein bisschen Glück dazu haben muss und ja, von daher bin ich aber sehr, sehr froh, dass ich das
geschafft habe. Und ja, ich hatte allerdings, wie gesagt, nie ein anderes, einen anderen Wunsch, Berufswunsch, sage ich mal. Und ja. Finn PRTH, also Finn Porat, fragt mich, hast du eine Lieblings-App? Ich gehe ganz stark davon aus, weil er die letzten 4 Runden in Quizduell gegen mich gewonnen hat. Weiß ich allerdings auch nicht warum. Komischerweise spielt er immer nur, wenn er alleine ist. Also nie, oder ganz, ganz selten nur vor mir. Also das muss ich noch rausfinden, ob er da irgendwie einen Rechner zur Hand nimmt nochmal, einen Google zur Hand nimmt und gleichzeitig schnell fragt. Und wie gesagt, ich will dir nichts vorwerfen, Finn, aber ja, bis jetzt auf jeden Fall großes Lob an deine Leistung im Quizduell. Danke für die nette Frage. Jetzt wissen alle, dass du im Quizduell echt gut bist. Das war die letzte Frage vom Finn. Hat mich gefreut, eure Fragen so ein bisschen zu beantworten. Ich hoffe, konnte ich zu eurer Zufriedenheit beantworten auch. Ich wünsche euch dann ansonsten einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im Holstein-Stadion, im Idealfall mit voller Kapelle. Und wie gesagt, hat mich gefreut, euer Julian.